الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Vor ein paar Jahren habe ich mir die Frage gestellt, Jale, möchtest du Kopftuch tragen oder möchtest du Karriere machen? Beides geht nicht zusammen. Das klappt hier in Deutschland nicht, auch nicht in der Türkei. Das klappt eigentlich nirgendwo. Und da habe ich gesagt, Jale, du kannst vernünftig bleiben, du kannst deine Religion ausleben. Du brauchst es ja nicht jedem zu zeigen. Und ich finde das viel interessanter, wenn man das nicht jedem zeigt, dass man die Religion auslebt. Weil das ist dann sowas wie ein Geheimnis. So. Also für mich war es ein enormer Schritt hin zum Selbstbewusstsein. Ich habe sehr, sehr viel Selbstbewusstsein durch das Kopftuchtragen entwickelt, weil ich mich ganz bewusst dann abgegrenzt habe, auch von dem, was die Masse macht. Ich konnte sagen, ich mache das, was ich für richtig halte. Und das war dann nicht nur beim Kopftuchtragen so, sondern bei allen anderen Dingen. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. The Quran speaks to both men and women in the public arena and asks that both men and women should lower their gaze. Now, clearly, if women were domestically segregated or were wearing a niqab, the idea of lowering the gaze would be somewhat redundant, because what would you be lowering your gaze from if you couldn't see anybody? So clearly it assumes that women and men are free to look upon each other. And but it rules out what feminists call the male scopic gaze, which is, you know, giving the woman the once over, twice over, which is you don't do that. And it is really an attitude of modesty. And it is in that context then that the next step is to, you know, guard your private parts, and men have an obligation to do that as well. Wenn ich da stehen würde und eine vielleicht mit Kopftuch und die sagen, ja, einer von denen betet fünfmal täglich, dann würden mit von 10 Leuten bestimmt 9 auf die mit dem Kopftuch tippen. Das ist halt so, man ordnet das dann automatisch zu. Das ist irgendwo schade, weil es heißt ja nicht gleich, wenn man kein Kopftuch trägt, dass man nicht religiös ist. Oder auch andersrum, dass wenn man Kopftuch trägt, dass man religiös ist. I don't think there is any one explanation, a unicausal explanation as to why people now think that the hijab is obligatory. But it is true that it has become the principal signifier of Muslim women's identities, and at some level I lament that fact, because being a Muslim woman is far more than wearing or not wearing a hijab. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يضنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرفن فلا. In einer Sura heißt es, dass die Frauen ihre Reize bedecken sollen, dass sie ihre Reize nicht offen zur Schau tragen sollen. Sie sollen das machen, damit sie erkannt und nicht belästigt werden. Da ist dann eben die Frage, was sind die Reize einer Frau? Gehört das Haar eben mit dazu? Und es steht auch noch dort im Koran, sie sollen ihre Reize verhüllen, außer dem, was normalerweise davon sichtbar ist. Und da ist eben auch die Möglichkeit weit offen für Interpretation und auch Anpassung an die jeweilige gesellschaftliche Situation. Ja, im Koran steht ja, man soll sich bedecken. Es steht ja nicht, man soll Kopftuch tragen. Und wenn man sich bedecken muss, also ich sag mal, wenn man nicht so Sachen mit Dekolleté oder mit tiefen Ausschnitt trägt, dann ist das auch schon für mich bedeckt. Für uns ist jetzt bedeckt sein, so wie wir normal rumlaufen, und das ist, das sehen wir auch als richtig an. Das heißt ja nicht, wenn man Kopftuch trägt, dass einem nichts passieren kann. Ich bin Muslime und ich möchte auch als Muslime erkannt werden. Das heißt, jeder weiß, dass ich eigentlich mein Leben auch für Gott lebe, dass er mir das Wichtigste im Leben ist und dass ich auch bestimmte Wertvorstellungen habe, die damit einhergehen. Also nicht materialistisch orientiert, sondern ganz andere Vorstellungen. Und mit dem Belästigtwerden ist auch ganz klar, es ist ein Schutz für die Frau, es ist ein Zeichen der Würde, dass die Frau dann eben also nicht belästigt wird, dass sie nicht angestarrt wird von Männern auf eine bestimmte Art und Weise. Es ist ein Schutzfaktor auf jeden Fall auch. In the time that these verses were revealed, it was a slave-owning society, and apparently if you went out in the public arena without a certain kind of covering, the message you were sending was that it was, you were kind of sexually available. And the idea of the Muslim woman wearing an outer garment was precisely to distinguish herself as
off limits. Es gibt auch eine eigene Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, was die Gelegenheiten der Herabsendung von bestimmten Versen waren. Also man fragt sich eben, zu welchem Anlass wurde ein bestimmter Vers offenbart. Und es ist so, dass diese Verse, die ich genannt hatte, die sich mit unter anderem mit der Bekleidung der Frauen beschäftigen, in schwierigen Zeiten herabgesandt wurden, als der Prophet geschwächt war und als seine Gegner versuchten, ihn eben auch über seine Frauen anzugreifen. Und insofern war dann eben auch die Kleidung als Schutz vor Belästigung und Nachstellung für die Frauen gedacht. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine Sache, die rein im historischen Kontext zu sehen ist. Diese Gegebenheiten sind heute nicht mehr da und deswegen brauche ich das Kopftuch nicht zu tragen. Und andere Frauen sagen, nein, das ist für mich eine göttliche Offenbarung, die einen Ewigkeitscharakter hat, das ist für mich ein göttliches Gebot. Und mehr denn je ist die, sind die Umstände heute so, wie sie sind und deswegen trage ich es. So auf der Straße spricht uns keiner an und sagt, ihr sollt Kopftuch tragen. Und von unseren Eltern werden wir jetzt auch nicht unter Druck gesetzt, ja, ihr müsst Kopftuch tragen, weil unsere Mutter, die trägt auch Kopftuch und unsere Verwandten auch. Und die sagen nicht, ihr müsst das tragen, weil die kennen uns ja, die wissen ja, wie wir sind. Warum ich Kopftuch trage, da gibt es einmal den religiösen Grund. Das ist einfach, dass das Kopftuch ein Zeichen ist, das die Liebe zu Allah ausdrückt, dass die Hingabe auch Allah gegenüber ausdrückt und dass ich da auch mir ganz klar mache, in diesem Punkt bringe ich ein Opfer. Ich mache etwas, was vielleicht schwer ist, aber ich mache es um Allahs Willen, um seinen Wohlgefallen zu erlangen und weil ich ihn eben liebe und das auch zum Ausdruck bringen will. Ich will, dass jeder mich auch als Muslime erkennt. Wenn ich irgendjemand sage, ich bin Türkin, der wird mir das auch glauben, auch wenn ich nicht türkisch spreche oder dass ich religiös bin, ohne dass ich nicht, ohne dass ich Kopftuch trage, das glaubt mir auch jeder. Es kommt halt darauf an, wie man rüberkommt und wie man das selbst für sich innerlich verarbeitet und nach außen, oder wie man es jetzt ausstrahlt. Das Ziel einer Muslima wäre es, so eine, in der Öffentlichkeit eine Atmosphäre zu schaffen, die reizfrei ist, wo man entspannt mit dem anderen Geschlecht umgehen kann, wo man auf die Persönlichkeit der Frau achtet. Es muss von innen kommen, wenn man vernünftig ist und wenn man andere Leute nicht, ich sag jetzt mal mit den Blicken, nicht zu irgendetwas einladet oder, ich sag mal in Anführungsstrichen, flirtet oder so und ganz normal vernünftig zur Schule geht, nach Hause kommt und sich mit einer Person normal unterhalten kann. Es kann jetzt auch eine männliche Person sein. Man braucht ja nicht gerade mit jemandem flirten, wenn das andere Geschlecht ist. Man kann sich auch ganz normal unterhalten. Die Persönlichkeit ist mir wichtig. Ich will nicht über mein Äußeres definiert werden, ich will nicht über meine Maße definiert werden und ich will auch nicht darüber, also das ist kein Grad der Wertung, sondern es ist die Persönlichkeit, es ist der Mensch, der dahinter steckt. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. Und auch mit dem Koran. Viele lesen den auf Arabisch und verstehen den nicht. Der Sinn und Zweck des Korans ist, man soll verstehen, was Allah von jemandem will und wie das früher war. Historically, if you look at the Quranic interpretation or tafsir, you find that there are changes in the way in which exegetes and scholars are interpreting Quranic knowledge. And a lot of it had to do with the social context of the time. Über ein Achtel des Buches, also über ein Achtel des Korans, handelt von Versen, wo der Mensch dazu ermahnt wird, dass er nachdenken soll, dass er seine Vernunft gebrauchen soll, dass er die Natur studieren soll. Also es ist ständig so. Und dann gibt es noch einen Vers, der ist sehr krass, der ist extrem. Da heißt es, Allah sendet seinen Zorn über denjenigen, der seine Vernunft nicht gebraucht. Also seine Vernunft zu gebrauchen, das ist eine Grundlage des Islams, weil Allah hat uns die Vernunft gegeben, wir müssen sie einsetzen. And so we have to see the larger intellectual and cultural milieu in which this work on the Quran was being produced, which oftentimes we don't. We look at religious knowledge as if it was produced in a vacuum and that it is not time-bound, which it is. Religious knowledge is time-bound. It reflects the ethos of the times. And the only thing that's universal is the Quran. But our understanding of the Quran is cannot be universal in the same sense. Wir waren auch auf einer Koranschule, haben das auch so gelernt. Ja, konnten wir Koran lesen? Ja. Und was steht da jetzt drin? Keine Ahnung. War auf Arabisch. Und dann haben wir gesagt, nee, das kann ja nicht so weiter sein. Es heißt, man soll es verstehen. Und deswegen haben wir uns den Koran dann auf Deutsch besorgt und haben das dann gelesen. Man sollte den Sinn dahinter immer noch im Kopf behalten, im Hinterkopf.
und wissen, wofür es eigentlich da ist, was Allah damit bezwecken möchte. Was wichtig ist, denke ich, dass der Mensch, wenn er gläubig ist und religiös motiviert, im Einklang mit sich und seinem Schöpfer lebt. Und deswegen ist es ganz wesentlich, Mut zu machen zur eigenständigen Reflexion über den Koran und auch zu eigenen Entscheidungen heraus aus dem, also die man aus dem Koran heraus selber ableitet. So, wenn ich draußen auf der Straße entlang gehe und meine Freundin, die alle kein Kopftuch tragen, wenn dann ein Mädchen mit einem Kopftuch dahergeht, ich glaube mal, sie ist viel auffälliger wie ich. Ich sehe aus wie der ganze Rest, wie ein normaler Bürger, und die fallen dann natürlich auf. Es ist auch schon mal passiert, dass man über die Straße hergeht und einer Freundin, die Kopftuch trägt, dann wird die angemacht und da schauen auch die Jungs hinterher, zeig mal, was unter deinem Kopftuch steckt. Also es kommt immer darauf an, wo man sich bewegt, ob man da angemacht wird oder nicht, also blöd angemacht. In der Uni ist es so, dass die Leute dort eher mit Hemmungen reagieren, ja, also die distanzieren sich so ein bisschen von allen, die gehen nicht so offen auf einen zu. Und man kann sich dann auch denken, dass sie vielleicht Vorurteile haben, aber es wird nicht kommuniziert. Wenn dann, nee, es passiert ist, meine Freundin dann gefragt, ja, sag mal, warum trägt die das und so. Also die trauen sich nicht, ja, mich selber zu fragen. Hier in Deutschland ist das schon irgendwo schwer, weil viele werden auch ausgeschlossen, wenn sie Kopftuch tragen. Ganz bestimmte Klischees. Also das bedeutet, wenn ich mit Kopftuch draußen in der Öffentlichkeit auftrete, werde ich in eine Schublade gesteckt. Und viele muslimische junge Frauen sind angetreten, gegen diese Schubladen zu kämpfen und zu sagen, wir können ganz viele Dinge tun. Die Symbolik spielt auch eine wichtige Rolle. Manche sehen das als ein politisches Symbol an, manche als ein religiöses. Manche denken, die trägt Kopftuch, weil das ihr Glaube ist. Manche denken aus politischen Gründen, weil sie sich unterdrücken lassen von ihrem Mann. Many women wear the hijab because they want to, and I believe that they have a right to. If that is what gives them, allows them to express their sense of self, then yes, clearly they have a right to. Die Frauen tragen ja schon seit Jahrhunderten das Kopftuch. Die tragen es ja schon so lange, und man sollte die doch mal fragen, warum die das tragen. Sind doch keine fundamentalen oder fanatischen Gründe, müsste man eher sagen, ja. Also das ist so eine Anmaßung, dass man darüber urteilen könnte, aus welchen Gründen die das tragen. Und es ist ein Totschlagargument. Das heißt, es ist durchaus auch ein politisches Mittel gewesen in der Vergangenheit leider, mit der man eigene Kolonialherrschaft, eigene Dominanz gerechtfertigt hat. Ein Beispiel, was ich gerne erwähne, ist der britische Lord Cromer, der Kolonialverwalter in Ägypten war, englischer Kolonialverwalter, und der die englische Kolonialherrschaft auch damit gerechtfertigt hat, dass man die Frauen befreien müsse. Und es ist so, dass er selber zu Hause in England Gründungsmitglied einer Liga gegen das Frauenwahlrecht war. Das heißt, leider hat man immer auch feststellen müssen, dass sehr viel geheuchelt wird, auch was die Befreiung der Frauen angeht. In Western cultures we have different conceptual tools to deal with it, but when we look at Muslim women, then somehow all critical thinking leaves us and it's like, oh well, they're just fundamentalist or they're oppressed. Es ist sehr kompliziert zu sagen, Kopftuch ist gleich Unterdrückung der Frau. Das ist sicher eine Sache, die nicht von der Hand zu weisen ist, dass es Frauenunterdrückung gibt. Ich würde die nur nicht am Kopftuch festmachen. Es ist ganz verkehrt, das Kopftuch nur einseitig mit einer Bedeutung zu belegen, indem man sagt, es ist ein politisches Symbol oder ein Symbol für Extremismus. Es gibt inzwischen genug Studien, die belegen, dass das Kopftuch ganz vielfältige Bedeutungen hat und haben kann, die von Frau zu Frau verschieden sind. There's no other way to speak about what may be happening in these communities as perhaps a search for identity, a desire to feel as part of a community in cultures that are very alienating and very individualized. And where there is not perhaps enough of a recognition of the role of the group or the community. And maybe this is an assertion of communal identity.
Leider geht es in der Kopftuchdebatte meines Erachtens nicht nur ums Kopftuch, sondern das Kopftuch ist nur ein Kristallisierungspunkt, an dem sich Einstellungen oder Ängste deutlich machen, an dem sie sichtbar werden. Und es ist seltsam auch ein Stück weit, dass gerade diese Frauenbekleidung das immer ist und auch schon in der Geschichte war. Wenn man vom Kopftuch spricht, geht es eben auch um allgemein um die Frage, wie geht die Gesellschaft mit Vielfalt um? Viele Menschen haben sich noch nicht daran gewöhnt, dass eine Frau mit Kopftuch eben auch Deutsche sein kann und Europäerin sein kann. Und insgesamt ist eben die Frage, wie geht Deutschland als Einwanderungsland mit kultureller, religiöser und sonstiger Vielfalt um? Ich denke, das ist eine Bereicherung und eine Erweiterung der Bandbreite des Spektrums einer pluralen Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Bundesrepublik und überhaupt Europa in der Lage sind, diese Vielfältigkeiten auszuhalten, ohne dabei in irgendeiner Weise was an demokratischen Grundwerten einzubüßen. And one of the things I'm very fond of saying is that there is no correlationship between nudity and democracy. You see, this idea that if you're covered up, you're unfree, well, or that the less clothes you have, the freer you are. Also es ist ja so, dass in vielen Gesellschaften, die Frauen, muslimische Frauen, sich neue Rechte erkämpft haben. Und häufig war gerade das Kopftuch auch ein Mittel dafür, um zum Beispiel studieren zu können, weil es dann von der Familie und dem Umfeld akzeptiert wurde. Insofern denke ich, dass auch ein Kopftuch ein Mittel zur Freiheit sein kann und als solches auch erlebt wird. Durch das Kopftuch tragen sieht es vielleicht so aus, als ob ich in meiner Freiheit eingeschränkt wäre, auch wenn ich das nicht bin. Aber in der Realität ist es ein großes Stück an innerer Freiheit. Also was da an innerer Freiheit eigentlich erreicht wird, das ist schon enorm. Ich denke, das ist eine individuelle Entscheidung jeder Frau und jede Frau sollte in ihrem Selbstverständnis ernst genommen werden, wie sie es auch immer begründet. Ich halte es nicht für in Ordnung, eine Frau zu verurteilen, die es nicht trägt. Aber ich finde es genauso falsch, einer Frau zu verbieten, es zu tragen. Ich denke, dass es problematisch ist, an Bildungseinrichtungen Kleidungsvorschriften zu machen, in die eine oder andere Richtung, also auch das Kopftuch zu verbieten, weil man dann unter Umständen auch Frauen und Mädchen von Bildung ausschließt. Das heißt, die Reaktion darauf ist verschieden, individuell verschieden. Manche würden sich dann vielleicht entscheiden, das Kopftuch abzulegen, aber andere würden auch entscheiden für sie, dass das Kopftuch eben sehr wichtig ist. Und ich denke, dass auch ein Zwang in diese Richtung, weibliche Kleidung, eben auch wieder speziell die Frauen benachteiligt. I believe that prohibiting the scarf or the veil in schools is exactly the mirror opposite of enforcing it. And states that are attempting to do that are just as fundamentalist as those that they're criticizing for enforcing certain things, because they are both modes of oppressing women by taking away from them the choice to decide what they want to in terms of their own dress. Aufgrund der Tatsache, dass Mädchen oder Frauen mit Kopftuch jetzt verstärkt keine Lehrstelle, keine Arbeitsstelle finden, wird der Druck, der von der islamischen Gemeinschaft, oft auch von der Familie auf sie ausgeübt wird, größer. So nach dem Motto, naja, dann studierst du eben nicht, hat ja eh keinen Zweck, dann heirate einfach und lass das einfach sein. Was ich für völlig falsch halte, im Grunde genommen. Also es trifft wieder die Falschen. In places where women are being forced to wear the hijab, because otherwise, there is, you know, you're not a good Muslim woman, and it creates all kinds of coercion. That becomes quite unacceptable. Es gibt natürlich auch einen Teil von Frauen, die das Kopftuch nicht freiwillig trägt. Und ich denke, das ist etwas, wo man intervenieren muss, wo man diesen Frauen helfen muss. Denn ich glaube nicht, dass irgendein Mann, sei es ein Muslim oder ein Nicht-Muslim, das Recht hat, über das Kopftuch oder den Kopf einer Frau zu bestimmen. La ikraha fi din. Sadaqallahu al-azim. Zu zwingen, zu unterdrücken, das ist verboten bei uns in der Religion. Das verwechseln viele. Man kann nicht mit Zwang irgendetwas erreichen. Im Koran heißt es, dass kein Zwang im Glauben sein soll. La ikraha fi din.
Und das steht für mich persönlich, auch für uns, im Vordergrund, dass eben jede Frau selber entscheiden muss, wie sie mit den Bekleidungsvorschriften umgehen will, wie sie bestimmte koranische Verse verstehen will und kann. Und es soll jeder Frau obliegen, wie sie eben dann sich islamisch kleidet, nach ihrem Verständnis. Ein Zwang ist in keine Richtung gerechtfertigt, auch nicht akzeptabel. Das heißt, ich denke, dass man weder Frauen zwingen darf, sich islamisch zu bekleiden, noch umgekehrt Frauen das verbieten darf, die das aus eigenem Entschluss eben auch so möchten. Ich muss das schon selbst für mich entscheiden, ob das für mich richtig ist oder falsch. Jeder sollte sich selbst mal fragen, was mache ich für Allah, und sich nicht dann bei anderen Leuten einmischen und die unter Druck setzen oder zu irgendetwas zwingen. Thank you.